Und das heißt, worum geht es? Wir als Seelen suchen noch Glück irgendwo. Irgendwo in uns drin ist doch so ein Impuls, einen bestimmten Gefühlszustand anzustreben, an den wir uns vielleicht erinnern, den wir kennen, den wir aber jetzt in dieser materiellen Erlebniswelt gerade nicht so präsent haben. Und einen ganz einfachen, sag ich mal, Weg zum Glück ist es, wenn wir es schaffen, auf der einen Seite unseren Seelenwünschen nachzukommen, also was tief in uns schlummert im Sinne von, was will ich, was sind meine seelischen Bedürfnisse, auf der einen Seite. Aber wenn wir nur das nachgehen würden, dann kriegen wir Probleme, sage ich mal so, dadurch bedingt, dass wir hier in einem Sozium eingebettet sind mit anderen Wesenheiten, die ja auch Bedürfnisse haben. Das heißt, wenn ich nur an mich denke, das übersteigere, dann befinde ich mich irgendwann vielleicht auf so einer Art Bergspitze der Glückseligkeit. Dann schaue ich mich um und sehe überall nur Leid. Das heißt also, da kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, nämlich ich habe offensichtlich, wenn ich hier bin, auch gewisse Verpflichtungen anderen gegenüber. Am deutlichsten wird das, wenn man eine Familie betrachtet. Wenn du Vater einer Familie bist, hast du Verpflichtungen. Punkt, Ausrufezeichen. Das heißt, etwas, was dich zwingt zu tun, also dein, was ich machen muss, gegenüber dem, was ich gerne machen will und möchte. Das heißt, die Kunst ist es, letztendlich zwischen diesen individuellen Rechten, was ich will und das, was ich tun muss, die Pflichten, ein Gleichgewicht zu finden, ist der Schlüssel zum Glück. Zumindest in dieser Ebene. Zumindest habe ich das für mich immer mehr so verstanden.